Kalle, Bastelzeit. Und heute, da geht's mal wieder um Bildschirme. Und bei Bildschirmen, da gibt's ja so ein paar grundlegende Sachen, die will man eigentlich immer haben. Man will möglichst viele Farben haben, idealerweise HDR. Man möchte eine möglichst hohe Bildschirmauflösung haben. Man möchte eine möglichst hohe Bildfrequenz haben, also so, dass sich die Bilder möglichst schnell ändern können, kein Flackern drin ist. Und man möchte natürlich eine gewisse Brillanz, also dass Schwarz wirklich schwarz ist und Weiß einem die Augen wegbrennt oder so ähnlich. Wenn jetzt aber einer ankommt und sagt, naja, ich habe hier ein Display, das ist deutlich teurer als der Rest, hat weniger Farben, hat weniger Bildwiederholrate, hat weniger Auflösung und das Weiß ist auch nicht wirklich weiß, dann würde man wahrscheinlich den Kopf schütteln und gehen, oder? Naja, möglich. Aber eins sollte man halt im Hinterkopf behalten. Wenn jemand so ein Produkt entwickelt, dann gibt es meistens einen Grund dafür. Und wenn dieser Grund, der dahinter steckt, auch den Use Case abbildet, den man gerade selber hat, ja, dann kann das Ganze durchaus interessant werden. Sowas habe ich dann jetzt hier. Das wäre dieses wunderschöne Ding hier. Das ist ein E-Paper-Modul. Ja, E-Paper, also elektronisches Papier, das ist eine durchaus interessante Technik für manche Anwendungsfälle. Wir können es ja mal auspacken und uns angucken. Dann sehen wir auch schon die ersten Vor- und Nachteile. Das hier ist das Modul. Und wenn wir uns das hier anschauen, sieht das Ganze hier so aus. So, wir sehen hier schon eine Auflösung von 296 x 128 Pixeln. Wir sehen auch eventuell schon, so wirklich viele Farben hat das Ding nicht. Wir haben Weiß, Schwarz und Rot, das war's. Und was auch hinzukommt, wenn man das Bild neu aufbauen möchte, ich habe es jetzt hier mit dem noch nicht getestet, aber die meisten E-Paper, die brauchen doch pro Bild ein paar Sekunden, also Seconds per Frame statt Frames per Second. Und das Weiß hier im Hintergrund, ich denke, man kann es erkennen, der Rahmen ist weißer als das Weiß hier. Aber wir sehen noch etwas und das ist der große Vorteil. Wir sehen nämlich gerade ein Bild. Und hier ist nichts angeschlossen. Was ist denn hier los? Naja, E-Paper ist tatsächlich eine Technik, die dafür sorgt, dass man nur dann Strom braucht, wenn man das Bild ändert. Wenn das Bild einmal aufgebaut ist, kann man den Strom wegnehmen und das Ding läuft weiter. Und das ist der große Vorteil. Wenn man halt statische Sachen anzeigen muss, dann braucht man im Prinzip sehr wenig bis gar keinen Strom. Entsprechend sehen dann auch die Anwendungsfälle aus. Ich denke, die meisten von euch haben die inzwischen schon in der freien Wildbahn gesehen. Hauptsächlich findet man die bei digitalen Preisschildern. Denn, naja, am Supermarktregal, da steht der Preis dran und der ändert sich jetzt vielleicht nicht irgendwie sekündlich. Da ist sowas natürlich ideal. Da sind üblicherweise Batterien drin. Und alle Nase lang kommt dann ein Funksignal, weckt das Ding auf und aktualisiert dann gegebenenfalls die Preise auf die aktuellen Rabatte oder die nächste Preiserhöhung. Diese digitalen Preisschilder, die gibt es auch relativ günstig teilweise zu bekommen, wenn die ausgemustert werden. Ideal wäre natürlich, wenn man die bis sie kaputt sind benutzt, aber wir kennen es ja, im industriellen Umfeld wird alles irgendwie alle paar Jahre rausgeschmissen, egal ob es funktioniert oder nicht. Sowas wie Nachhaltigkeit gibt es da nur in der PR. Ich habe auch so Preisschilder hier. Danke nochmal an den, der mir die geschickt hat. Ich denke, da werden wir auch nochmal dazu kommen, die zu reverse-engineeren. Da ich aber gerade ein akutes Problem lösen möchte, ist das hier jetzt das, was ich machen möchte. Das hier ist nämlich ein E-Paper-Modul, was einzeln ist, separat ist und fertige Arduino-Libraries und Co. hat. Das heißt, das dürfte sehr einfach anzusteuern sein. Ist jedenfalls mein Plan. Kann man auch hier auf der Rückseite sehen, wenn wir umdrehen. Hier ist ein bisschen was an Kabelfu dabei. Und wenn wir da drauf gucken, SDA, SCL, das klingt irgendwie nach I2C. Das sollten wir doch durchaus hinbekommen. Aber gehen wir doch erstmal ein bisschen in die Theorie. Was hat das E-Paper denn so hinter sich? Wie funktioniert das Ganze? Nun, vereinfacht gesagt, ist jeder Pixel hier drin eine kleine Kugel. Und diese Kugel, die hat, sagen wir mal in dem Fall hier, drei Arten, wie sie angemalt ist. Wir haben eine Seite, die ist weiß angemalt, eine Seite, die ist schwarz angemalt und eine Seite, die ist rot angemalt. Was wir machen können, das ist über einen elektrischen Impuls die Kugel in eine gewisse Richtung drehen. Und je nachdem, welche Seite gerade nach oben zeigt, haben wir dann einen weißen, einen schwarzen oder einen roten Punkt an der Stelle. Meistens sind die dann in einer sehr dickflüssigen Flüssigkeit, zum Beispiel irgendeiner Art von Öl oder sowas. Das sorgt natürlich dafür, dass die sich auf der einen Seite hier so halten können. Das heißt, wenn wir hier drüber gehen, da geht nicht versehentlich ein Pixel auf einmal in die andere Richtung. Heißt aber auch, wenn wir die umdrehen wollen, dann müssen wir da im Zweifelsfall mal ein bisschen nachhelfen, ein bisschen fester drücken. Und das führt dazu, dass wir halt so lange brauchen, um das Bild neu aufzubauen.
Dann würde ich sagen, versuchen wir das Ding einfach mal anzusteuern. Wie wir sehen, das hier ist jetzt irgendwie von irgendeiner Firma. Mal gucken, ob die was haben oder ob es da was Generisches gibt. Ich hoffe es einfach mal. Glücklicherweise ist auch direkt das passende Kabel mit dabei. Von hier so einem kleinen Steckerchen, der hier hinten reinpasst, auf die üblichen Dupont-Kabel. Das macht es natürlich extrem einfach. Alternativ ist auch hier so ein Header dabei für das hier, wenn man es irgendwie auf eine Platine setzen möchte oder sowas. Das geht auch. Ich werde es jetzt erstmal Freiluft verdrahten. Ich weiß auch noch nicht, welche Prozessor ich dahinter benutze. Fürs Erste werde ich jetzt hier so ein ESP32-Modul nutzen. Einfach, weil ist da und geht schnell. Am Ende, wenn man es in Arduino hat, geht es ja meistens auf so ziemlich allen Prozessoren und lässt sich dann im Zweifelsfall anpassen. Aber vielleicht gerade einmal dazu, was habe ich denn überhaupt vor damit? Nur mein Anwendungsfall, der sieht hier so aus. Das ist die Eingangstür von unserem lokalen Hacker- und Makerspace. Und auch wenn es schön wäre, ist er halt nicht 24/7 geschlossen. Die meisten Leute müssen irgendwie noch arbeiten. Jetzt wäre es aber interessant, den Leuten zu zeigen, wann ist denn das nächste Mal offen. Es gibt so feste Termine für öffentliche Treffen und Ähnliches. Die könnte man da ja durchaus anzeigen. Ne? Eine Sache ist zum einen, ne, wir wollen ohnehin ja Strom sparen, weil Strom ist teuer. Und zweites Problem ja hier an der Tür. Da ist zwar eine Steckdose in der Nähe, aber die Steckdose hat nur Strom, wenn auch jemand da ist. Sonst wird da üblicherweise ausgeschaltet, einfach um sicherzugehen, dass da nicht irgendwas mit der Elektrik passiert. Ich glaube, die Lampen und so, die hängen auch alle am selben Stromkreis. Kann man anders nicht ausschalten. Gibt es halt einen zentralen Schalter für. Und da kommt jetzt das E-Paper ins Spiel. Naja, die Termine sind relativ fest. Und wenn ein Termin ist, ist auch üblicherweise wer da. Das heißt, wir könnten hingehen, wenn wir hier Strom bekommen auf unserem ESP. Sprich, es ist gerade jemand da und hat den Strom angeschaltet. Dann verbinden wir uns einfach per WLAN einmal zum Kalender. Laden die nächsten Termine runter. Schreiben die aufs Display und wenn dann der Strom wieder weggeht, so what? Die nächsten Termine stehen noch auf dem Display. Das ist halt mein Plan. Und dann würde ich sagen, wir versuchen den mal umzusetzen. Wir auf der Rückseite gehen, dann gibt es hier eine Busy, eine Reset, eine DC, da dürfte Data und Command sein, CS, SCL, SDA, Ground und VCC. VCC dabei 3,3 oder 5 Volt, die IOs sind 3,3 Volt. Das 3,3 Volt passt. Hier haben wir ja 3,3 Volt. Dann gucken wir einfach mal, was wir hier auf die Schnelle gebastelt bekommen. VCC und GND dürfte relativ schnell abgehandelt sein, GND und 3,3 Volt. Und den Rest, ich guck mal einfach hier nach diesem Namen, ob wir da eine fertige Library haben mit einer Verkabelung. Ich gehe davon aus, von dem CS und DC, dass wir eventuell hier das jetzt sowohl in SPI als auch I2C nutzen können. Und das Datenblatt sagt, es gibt ein 3-Wire oder 4-Wire SPI. Okay, soll mir recht sein. Von daher gehen wir mal davon aus, dass wir alle 4 Drähte benötigen. Aber leider keine große Info dabei, wie man das Ganze anschließen soll. Glücklicherweise hat aber das Example einen passenden Abschnitt, wo drin steht, was wohin gehört. Also versuchen wir uns mal. Wir haben erst die Busy Line. Gucken wir mal, die ist auf Pin 15. Da haben wir ja einen Pin 15 irgendwo. Da G15. Nächster ist Reset auf Pin 2. Dann haben wir DC, also Data or Command. Der ist auf Pin 0. Okay, die scheinen der Reihe nach zu sein. Das ist natürlich sehr hilfreich. Nächster, hier, da sind wir dran. Nächster ist der CS, Chip Select. Chip Select, der ist anscheinend gar nicht angeschlossen, oder? Doch, da, auf 5. G5. Hier, okay. SCL, Pin 18, SDA, Pin 23 und das war's. Der Rest ist Stromversorgung. Dann schauen wir mal, ob uns das weiterhilft. Was haben wir hier? Micro-USB. Habe ich hier ein Micro-USB-Kabel? Aktuell sollte eigentlich noch nichts passieren, weil ich gebe ja nur Strom aufs Display, aber habe noch keine Sketch installiert. Schauen wir mal, ob da etwas passiert. Nein,
es geht mal an, blinkt einmal kurz und ja, der Rest ist dann wohl Software, ne? Zum Programmieren nutze ich jetzt hier VS Code mit Platform.io, einfach weil es das für mich einfacher macht. Geht aber genauso gut mit der klassischen Arduino IDE, wenn man die lieber benutzen möchte. Also suchen wir uns hier mal ein ESP32. Ich glaube, das müsste ein Duit-kompatibles sein. So, kann der anlegen. Und was wir hier dazwischen brauchen, das wäre, wo sind wir? Diese Library hier, GXEPD2 von SingJM. Das ist eine Arduino Display Library for SPIE Paper Displays. Wie wir sehen können, Full Graphics and Text Support über die Adafruit Graphics Library. Das Ganze eigentlich für Dalian Good Display und Waveshare. Ja, das hier ist beides nicht, aber wenn ich richtig gesehen habe, haben die das importiert in den Examples. Also gucken wir einfach mal, ob das funktioniert. Heißt, wir gehen mal hier in unsere Platform.io Library Liste. Schauen mal, ob die da drin ist. Ne, nicht public, einfach nur so. Und das sieht gut aus. Das klingt nach der richtigen. Oh, die gibt es zweimal. Ich glaube, das hier war die mit der 2 dahinter. Ja, müsste die sein. Dann importieren wir die mal hier. Bei Arduino würde man die jetzt normalerweise direkt installieren. Bei Platform.io schreiben einfach rein, die hätten wir gerne. Und dann kümmert er sich um alles Nötige. So, das müsste eigentlich schon passen. Und auf der GitHub-Seite von VX Studio, also denen, die hier das Ding herstellen, da gibt es ein Example für ESP32. Da habe ich auch das Pinout hierher. Das steht hier und hier so ein bisschen drin. Wir kopieren uns einfach mal den kompletten Example-Code hier rein. Müsste so passen. Wir haben aber nicht das 2,13 Zoll E-Paper, sondern wir haben ein 2,9 Zoll E-Paper-Modul. Black, White oder 3-Color. Wir haben eine 3-Color. Das wäre das hier. 50215, das ist korrekt. Gerade mal gucken, was macht das Ding? Initiiert ein Display. Eine serielle Datenrate, okay. Hello World, Full Screen Partial, okay. Das heißt, Hello World gibt den Text Hello World irgendwo aus. Und Partial Mode, damit können wir nur einen Teil des Displays neu schreiben. Ich sagte ja schon, der braucht relativ lange, um hier das Bild zu aktualisieren. Wenn wir jetzt natürlich nur einen Teil neu schreiben, dann geht das Ganze schneller, als wenn wir das ganze Display machen. Deswegen gibt es diesen Modus, dass man nur Teile des Displays neu schreiben kann. Probieren wir es einfach mal blind und schreiben das drauf, ob das schon was tut. Also mal kompilieren. Kann mal schauen, hier ist schon ein Error. Ach so, ja. Das ist leider ein kleines Problem, weil viele Arduino-Programmierer, die sind, nennen wir es, die Sachen, die programmiert werden, sind nicht ganz so 100% C, wie es eigentlich sein sollte. Normal muss man erst die Funktion definieren und dann kann man sie aufrufen. Hier ist jetzt der Fall, hier unten wird Hello World definiert, hier oben wird Hello World aber schon benutzt. Es wird benutzt, bevor es definiert ist. Bei Arduino selber funktioniert das. In anderen C-Compilern gibt das teilweise dann hier solche Fehlermeldungen. Müssen wir nicht haben. Machen wir den Geheim hier unten hin. Das müsste dann schon helfen, wenn wir es richtig rumsortieren. Mal gucken, ob das schon reicht. Wir sehen ja auch, er hat die GX-Irgendwas-Library und die Adafruit GFX-Library jeweils importiert. Das sieht ja schon mal gut aus. Kompiliert jetzt auch alles. Okay, dann laden wir es mal hoch. Müsste eigentlich alles automatisch erkennen. Schreibt und tut sich jetzt hier was? Yay, Hello World. Okay, wir sehen, das ist teilweise noch das alte Bild, teilweise das neue. Es flackert jetzt. Das ist das, was ich eben meinte, der braucht lange, um da ein Bild aufzubauen. Aber wie wir sehen können, er macht das jetzt entsprechend hier in Rot und Schwarz. Rot braucht länger als das Schwarz, aber jo, das sieht gut aus. Fullscreen Update. Das ist jetzt dieses, er schaltet immer wieder auf Schwarz und Weiß hin und her. Einfach um da so Restdrehungen rauszubekommen von diesen Punkten. Und das scheint es gewesen zu sein. Ja, und dann würde ich sagen, wir machen mal eine kleine Runde Softwarekunde. Es hat ein bisschen was gedauert, rauszufinden, wie das funktioniert. Aber ich denke, ich habe alles zusammen.
Hier oben, da importieren wir den ganzen Kram. Erstmal die Libraries für die EPD, also dieses Electronic Paper Device oder wofür auch immer das steht. BW schwarz-weiß, 3C dreifarbig. Wir haben ja dreifarbig, deswegen das. Dann hier das beide, das sind Schriftarten, die sind aus der Adafruit Library. Das hier ist eine, die 9 Punkte wohl hoch ist und Picopixel ist, glaube ich, 6 Punkte hoch, ist eine kleinere. Wobei das alles ein bisschen seltsam ist. Also ich bin da noch nicht 100% dahinter gestiegen, wie sich die Größen berechnen. Gerade hier die mit der Punktangabe sind bei mir irgendwie immer größer als erwartet. Na gut, egal. Als nächstes machen wir hier entsprechend unsere Initialisierung vom Display mit den ganzen Pins, was wo angeschlossen ist. Dann habe ich hier einfach mal konstant jetzt ein paar Texte reingemacht, die ich gleich anzeigen möchte. Die können wir erstmal ignorieren. Das ist einfach nur, dass ihr wisst, da ist ein Text. Und der nächste Part, das ist der interessante. Das hier sind nämlich jede Menge Hexzeichen. Das sind nämlich Bilder. Bilder sind ein bisschen komplizierter, die muss man nämlich umwandeln. Das geht aber relativ einfach. Und zwar, man geht erstmal hin und schnappt sich seinen Grafikeditor der Wahl. Zum Beispiel eben GIMP oder sowas. Da drin macht man sich eine Grafik in der richtigen Größe. In hier dem Fall also diese, was waren es, 290 mal 128 Pixel, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe. 295? Das, was da steht. Die richtige Pixelgrafik und da malt man rein. Wichtig dabei, das Ganze kann natürlich nur in zwei Farben sein, nämlich entweder schwarz oder rot. Jetzt sehen wir hier nur schwarz. Warum? Naja, wir brauchen zwei Bilder. Wir brauchen ein Bild, was schwarz werden soll und ein Bild, was rot werden soll. Die habe ich mir dann hier entsprechend so anklickbar gemacht. Ich möchte zum Beispiel, sagen wir mal, das X in rot und den Schnabel und unten die Füße in rot. Das heißt, die blende ich jetzt aus, exportiere das Bild hier einmal, dass ich das hier quasi als Referenz habe, okay, diese Bereiche, die möchte ich in schwarz haben. Und dann machen wir das Ganze nochmal, aber nur mit den Stellen, die rot werden sollen, also das hier. Dann haben wir zwei Bilder, eins für rot, eins für schwarz. Als nächstes müssen wir die dann in dieses Hexformat umwandeln. Man kann das mit ein bisschen Gebastel auch in GIMP direkt machen. Einfacher ist es aber, das Internet zu bemühen. Es gibt hier von Javl, J-A-V-L, eine wunderschöne Webseite. Da kann man die Bilder einfach reinschmeißen, zum Beispiel als PNG oder BMP, whatever. Geht dann hier unten hin, da müsste eigentlich automatisch erkannt werden, wie groß die Bilder sind. Macht die Background Color im Zweifelsfall. Kann ein Dithering einstellen, also der Versuch, Graustufen auch so ein bisschen durch und aus darzustellen. Ist allerdings für einfarbige Bilder, wie wir sie gemacht haben, unnötig. Und last but not least kriegt man hier unten nochmal eine Preview für die beiden Bilder. Und kann jetzt hier sagen, okay, wir wollen Arduino Code. Und das Ganze mit irgendeinem Standard Identifier, wenn wir jetzt hier unten hingehen und Generate Code machen, dann kriegen wir hier den passenden Code, den wir so eins zu eins uns kopieren können. Das ist das, was wir hier sehen. Das ist einmal das schwarze Bild in Hex und einmal das rote Bild in Hex. Weiter geht's. Wenn wir unten hingehen, haben wir ja zwei Sektionen. Einmal Setup, einmal Loop. Wenn wir hier reingucken, die Loop ist leer. Wir machen also nur beim Start vom Mikrocontroller etwas und ja, danach gehen wir im Prinzip schlafen oder könnten schlafen gehen, weil, wie gesagt, E-Paper, das Bild bleibt halt da, auch wenn wir ausschalten. Erstmal müssen wir das Display initialisieren. Dazu sagen wir einmal diesen Init-Befehl. Ich habe ihn mal so kopiert. Das nächste SetRotation. Standardmäßig ist das Display hochkantig, ich glaube in diese Richtung. Das heißt, wenn ich was schreiben würde, käme das hier so im Hochkantformat halt raus. Das wollen wir nicht. Eins wäre so, dass hier unten ist, zwei, dass dann wahrscheinlich hier unten ist und drei heißt, hier ist unten. Da ich das gerade jetzt hier so rumliegen habe, wegen meinen Kabeln, machen wir die drei. Als nächstes können wir hier eine Font- und Text-Color setzen. Das brauchen wir halt, wenn wir Text schreiben. Ich habe jetzt hier als Font Picopixel gewählt, die wir ja oben auch da included haben. Und als Farbe hier Black. Es gibt natürlich auch noch Red. Braucht man an jeder Stelle eigentlich nicht, weil machen wir später eh nochmal. Danach kommt ein wunderschöner Block, nämlich Display First Page. Das heißt, ich möchte jetzt bitte eine Seite dahin schreiben. Das geht aber nicht am Stück, sondern man muss das in so eine Do-While-Schleife machen. Also mache blub, bis das Display sagt, okay, Seite ist fertig, nächste Seite kann kommen. So lange müssen wir die Befehle wiederholen. Und wiederholen werden wir dann auch. Das erste, was wir machen, das ist Fill Screen. Also offensichtlich wollen wir den kompletten Bildschirm mit einer Farbe füllen, und zwar weiß. Ja, wir wollen erstmal eine weiße Hintergrundfarbe. Als nächstes haben wir hier ein Draw Image, oder in dem Fall Draw Inverted Bitmap.
Und zwar nehmen wir uns unser Schwarz-Weiß-Bild, was wir generiert haben. Und das hat eine Größe von 296 x 128 Pixel, soll an die Position 00. Und das Ganze soll in Schwarz geschrieben werden. Damit malen wir also jetzt die schwarzen Pixel an die richtigen Stellen. Das Ganze wiederholen wir dann nochmal, in dem Fall aber mit Color Red und dem Bitmap Red. Ist also genau dasselbe, nur mit den roten Stellen. Und jetzt kommen wir zum Text. Für Text gibt es verschiedene Sachen, die man machen kann. Wir haben eben ja schon gesehen, es gibt ein Set Text Color. In dem Fall hier wollen wir in Rot schreiben. Es gibt ein Set Font. Wir wollen hier zum Beispiel jetzt die Free Sans 9PT7B. Wichtig, wenn ihr andere Fonts haben wollt, es gibt dann eine Liste bei Adafruit. Die müsst ihr dann nur oben entsprechend inkluden. Und ein Set Cursor. Damit gehen wir von links 5 Punkte rein und von oben 75 Punkte rein. Warum? Naja, gucken wir uns nochmal unser Bild von eben an. Wir haben hier, wenn wir erstmal komplett einblenden, hier oben ja dieses Logo stehen. Das heißt, ich möchte jetzt hier hinschreiben. Wenn wir hier gucken, 5 und 75, das wäre irgendwo hier, wo er dann anfängt zu schreiben. Der Referenzpunkt ist links unten beim Text. Also nicht links oben, sondern links unten. Muss man sich im Kopf behalten. Und dann, wenn wir die drei Sachen gemacht haben, ne, dann können wir einfach sagen Display Print. In dem Fall hier Next, das ist einer der Texte, den ich oben definiert habe. Jetzt hier nochmal reingucken. Da steht einfach nur nächste Termine. Sonderzeichen werden bei den Fonts, wenn ich richtig gesehen habe, nicht sauber unterstützt. Von daher, ich war jetzt zu faul und habe es dann so gehalten. Und ja, diesen Block können wir im Prinzip dann wiederholen. Hier zum Beispiel ein Set Cursor auf Schwarz diesmal schreiben mit dem Text. Und da wir jetzt hier nur die Farbe und den Cursor geändert haben, bleibt die Schriftart natürlich gleich. Danach wieder eine neue Position in Schwarz, wieder ein Text. Wieder eine neue Position in Schwarz, diesmal aber Picopixel, also die kleine Schriftart und ein weiterer Text. Das heißt, wir sollten am Ende hier nächste Termine da stehen haben. Wir sollten in der ersten Zeile hier dieses Pseudodatum stehen haben. Dann in der nächsten Zeile irgendwas, was steht da, Chaos-Treff. Und in der letzten Zeile dann hier die nächsten Termine, also Freifunk, Linux-User-Group, solche Sachen. Das sind jetzt nur hardcoded Sachen. Wie gesagt, am Schluss möchte ich die aus dem Kalender rauslesen, aber das ist was für eine spätere Folge. Mir geht es jetzt erstmal nur darum, dass ich das Display ansprechen kann. So, und im Prinzip war das jetzt. Ja, hiermit wird das Bild aufgebaut oder zusammengesetzt. Solange wir hier dieses Page Next machen, wird das Bild geschrieben, bis das es dann endlich fertig ist. Und dann Page Done. Wir gehen in die Endless While Loop, wo nichts mehr passiert. Das heißt, wir sind fertig, können den Controller ausschalten. Es muss nur funktionieren, oder? Ja, ich würde mal sagen, können wir auch direkt mal testen. Wir sehen ja hier unser Display. Das ist gerade so ein bisschen weiß. Und weiß wollen wir nicht. Wir wollen ja Text schreiben. Also machen wir mal einen Upload und gucken, was passiert. Wir sehen jetzt hier, er fängt schon an. Wir sehen schon das Bild, wenn auch invertiert. Es flackert sehr viel. Das ist dieses, wo er versucht, halt wirklich alles in die richtige Reihenfolge zu bekommen. Dass auch wirklich das Schwarz schwarz ist, das Weiß weiß ist und am Schluss das Rot rauskommt. Deswegen viel Geflacker. Jetzt sehen wir aber auch, jetzt flackert zum Beispiel nur das Rot manchmal. Jetzt zum Beispiel, wo er dann versucht, das Rot tatsächlich hinzukriegen. Schwarz ist schon fertig. Und nach baut sich jetzt das Bild auf. Und ich glaube, jetzt müsste er das als fertig deklarieren. Wir sehen, es flackert nichts mehr. Und wir haben genau das, was wir gesagt haben. Wir haben die Grafik in Schwarz, wir haben die Stellen in der Grafik in Rot und unsere Texte, die wir festgelegt haben, hier in der größeren Schriftart und hier ganz klein diese Picopixel. Ja, ich würde mal sagen, damit ist auf jeden Fall das E-Paper hier für uns nutzbar. Wenn wir dann hier die Schutzfolie abziehen, wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so spiegelnd, hoffentlich. Und das hier können wir jetzt ausziehen. Wir können jetzt im Prinzip hier alles abklemmen, wie wir wollen. Und dieses Ding hier wird auf ewig diesen Text, den wir gehabt haben, dann beibehalten, solange wir nichts Neues draufschreiben. Und dabei können wir es dann, denke ich, auch belassen. Wir wissen jetzt, wie ePaper funktioniert. Wir wissen, wie wir es ansteuern können. Und ja, jetzt liegt es dann an euch, wie ihr das Ganze hier einsetzen wollt. Es gibt natürlich da eine Menge Sachen. Ist immer dann interessant, wenn man wenig Strom benutzen möchte, wenn man Daten hat, die lange Zeit angezeigt werden sollen.
Zum Beispiel, was ich häufig sehe, ist, dass man hier so eine Wetterstationsinfo drauf macht, wie wird das Wetter, was sich dann nur alle paar Stunden ändert. Oder auch Hausautomationsstatus oder auch einfach so Benachrichtigungen, zum Beispiel hier die nächsten Müllabfuhrtermine oder sowas. Das sind halt Dinge, wo häufig solche E-Paper genutzt werden. In meinem Fall, wie schon gesagt, ich möchte hier Termine draufkriegen. Da brauche ich aber noch einen kompletten eigenen Software-Stack, Netzwerkkommunikation und ich werde wahrscheinlich keinen ESP32 dahin hängen. Mal gucken, ob ich da noch was habe, was vielleicht ein bisschen weniger kostet. Aber fürs Erste, wir können Text drauf machen, wir können Grafiken drauf machen und wir können jetzt unsere Projekte mit einem Display ausstatten, was auch ohne Strom und entsprechend über einen längeren Zeitraum selbst bei Batterie unsere Informationen passend anzeigt oder anders gesagt, das tut, was es soll.